Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island. Dead Island Riptide! Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ja, wir werden wieder verfolgt und wissen nicht, wo wir hin müssen. Wir werden verfolgt von Zombies, die hier unser Boot hinter uns planschen, hinterher und Rumpel fährt. Sieht ziemlich bescheuert aus. Da ist Ronkina, macht sich gemütlich, patsch. Ah, guck mal, so kann man die schon komplett ausschalten. Klatschen so ein bisschen, ja. Ja, die sind ja nicht tot gewesen. Das war geht's da weiter? Ich kann das nicht sehen. Ich glaube nicht, oder? Fahr mal. Nee. Ein neues Boot. Stopp. Alter, das ist ein weiteres Boot. Und eine Höhle. Oh, da gucken wir noch mal hin. Eine kleine Höhle. Alter. The Beach, oh. Alter, the Beach. Boah, das war ein geiler Film. Feier ich. Ah. Muss ich kurz mal hier hin. Oh. Alter, ich brauche dringend bald Medikits, ey. Ohne Scheiß. Ich habe noch zwei über oder so. Oh, was? So. Vorsicht! Boah, fuck! Was war denn da? Der hat mich erwischt. Ja, das war ein Exploder. Hat er dich auch erwischt, Rumpi? Nee, ich bin weggelaufen. Rechtzeitig. Ich hab's leider zu spät gesehen. Ich weiß, du findest mich scheiße. Boah, das Alter. Ist leider wahr. Die Höhle hier ist gruselig. Ja? Oh mein Gott. Oh, Musik. Eine düstere, mysteriöse Höhle. Ehrlich gesagt sieht die Höhle genauso aus wie die andere vorhin. Ja, stimmt. Ich wollte auch gerade sagen, ob wir eventuell... Die ganze Atmosphäre. Spielen wir gerade Dragon Age 2 oder was? Boah, das war aber echt so, ey. Diese ganzen Schlauchlevel immer wieder am Wiederholen. Ansonsten war das Spiel geil. Ich freue mich schon auf Dragon Age 3. Ja? Soll doch ein Kooperativen ja. Spiel oh ja, oh ja. Da bin ich gespannt. Alter. Ey, Entschuldigung, aber das ist dieselbe Höhle, oder? Das ist genau dieselbe Höhle. Ne, da hinten gibt's aber noch einen Bauplan, den wir nicht haben. Stimmt. Das ist nicht dieselbe Höhle. Aber die sieht exakt so aus, die haben die einfach mal rüber kopiert. Vielleicht die Frau Höhle. Bauplan Gift. Alter, ihr Gierigen, macht doch erstmal die Zombies tot, bevor ihr alles einsammelt. Das musst du mir gerade sagen. Ja, ich kümmere mich zumindest um die Zombies. Du Looter, du. Aber hier ist echt wieder der Topf, der ist exakt das gleiche nochmal. Das ist genau die gleiche Höhle. Ja, die haben sich richtig Mühe gegeben dabei. Mit Liebe kopiert. Alter, mit einem Tritt ins Kreuz getötet, geil. Stimmt, dann kann ich auch noch diesen Angriff im Sprung machen, ne? Ja, hab ich gerade mal probiert, hat funktioniert. Und Nase juckt. Und da hinten ist noch ein Exploder. Nehmen wir jetzt zwei Boote. Bei den Exploder will ich kurz schnappen noch. Bam. Ist gar nicht so schlecht mit den Wurfwaffen, dass man so ein bisschen geskillt hat. Ich habe erstaunlich wenige Waffen bisher. Liegen lassen, Hilfe! Hilfe, Freunde! Oh mein Gott. Juhu! Hua! Seid ihr jetzt mit den Boden abgehauen? Ja! Zurückgelassen. Ihr seid Kameradenschweine, ey. Okay, dann gehe ich hier weiter vorne. Weißt du, was das Schöne ist? Ich bin der Einzige, der den richtigen Weg gefunden hat. Nee, wir müssen ja die Boote dahin bringen, du Hempel. Nein. Natürlich, nein. Das ist die Quest. Wir müssen die Boote irgendwie dahin bringen. Ich hab den Weg gefunden. Huch, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja cool hier. Ich glaube, ich komme mal zu dir. Ich glaube, du bist richtig. Ich. Obwohl, ich bin nee, richtig. Ich weiß nicht. Alter, ich weiß genau, wo ich bin. Am Anfang wieder? Ja, wir sind am Anfang. Oh, und da kommt gerade ein Zombie. Oh nein, der kommt hier hoch. Nein. La 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 la. Tschüss. Viel Erfolg. Bam. Den kannst du aber, wenn du das... Das sind so Minispiele. Wenn du das rechtzeitig drückst, dann kannst du den vom Boot wieder runterkicken. Das ist ganz cool gemacht. Aber wie kommt man denn zu der Fahne hin, sag mal? Boah, Alter, ich bin gleich tot. Komm mal zu dir, Sari. Kommt man denn zu der Fahne hin? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich finde einen Weg durch den Dschungel. Wo ich bin, aber ich habe hier echte Probleme. Ja, ich bin tot. Als ob das so. Boah, ich habe gegen 7-8 Zombies kämpfen müssen alleine. Weil ihr mich im Stich gelassen habt. Was? Du bist von nach vorne gelaufen. Was? Gar nicht, ihr seid mit dem Boden abgehauen. Gar nicht, du bist nach vorne gelaufen. Erzähl mir doch jetzt nicht hier, ich wäre schuld gewesen, dass ihr mit dem Boden abhaut. Ja, du bist weggelaufen. Ihr seid ja wohl die größten Kameraden. So, ich hol dich jetzt wieder, wenn du magst. Sagt der Typ, der mal wegläuft. Ich bin ja richtig, Leute, ihr müsst hier hin. Ja, aber wir müssen ja trotzdem mit den Booten dahin. Nein, die Boote werden da vorne. Alter. Glaub's mir doch einfach. Was?
Boah, voll das Geschnetzelte hier. Wo ist denn der Gronkh eigentlich? Ich frag mich das auch gerade. Ich warte hier auf euch am roten Kringel. Und da bin ich mit Sicherheit richtig. Wir treffen uns am Hafen. Wir treffen uns am Hafen. Ach, Mataka. Ich bin hier in Mataka gelandet. Hä? Fuck you. Doch fuck gar nicht. You. Doch gar nicht. Okay, also es ist wunderschön hier, aber das Problem ist, man muss den Fluss schon irgendwie den Weg finden. Also ich bin jetzt gerade auf so einem Seitenarm. Hä? Ich bin auf so einem Seitenarm, auf dem wir vorher auf jeden Fall noch nicht gewesen sind. Ja, da war ich auch gerade. Ja, es gibt ja hier mehrere, glaube ich. Ach, guck mal! Sag mal, ihr versteht mich nicht, oder? Nee, wir wollen dass nicht. Dass wir richtig sind, wo ich bin und ich... Doch, ich versuche ja zu dir zu kommen. Und auf euch warte. Ich versuche ja zu dir zu kommen, das ist es ja. Das ist voll lustig. Das Problem hier ist einfach nur... Warte darauf, dass andere Spieler fortfahren. Tatsächlich. So, hallo, ich bin schon da. Ach, ja. Ich auch. Ich bin hinter dir. Aber jetzt haben wir trotzdem die Sache mit den Booten, haben wir nicht hingekriegt. Damn, so close. Das ist die Sache mit dem Boot, Alter. Du behält das Boot nur da vorne. Aber wie blöd ist das? Nee, das glaube ich nicht. Aber wie blöd ist das, dass wir mit dem Boot nicht hinkommen? Boot und dann fahren wir weiter, das ist alles. Hä? Wo ist die denn? Boah, ich bin sowas von dem Arsch. Ich hab keinen Medipack mehr. Yes. Hier war immerhin ein Auto. So, die Frage ist, was soll das mit den Booten jetzt eigentlich? Wir müssen dann wieder zurück oder wir fahren mit dem Auto weiter. Fahren wir mit dem Auto weiter. Wir haben die Boote natürlich liegen lassen. Huch. Dann spring rein. Hä? Was ist denn da Rumpi? Du schiebst mich gerade weg. So weit ist es schon gekommen. Henderson so nah und doch so fern. Weißt du, wir haben die fetten Boote da. Einfach ein Boot rübertragen, losfahren. Frage ich mich, sollen wir da jetzt zu dem Punkt da, zu dem Fahne oder zum Boot zurück? Nee, das Boot ist ja was Fahne, anderes. Oder? Das Boot habe ich gerade entdeckt, als ich in so einem Seitenarm war. Ja, das ist irgendwas anderes. Okay, dann fahren wir mal hier. Warte mal, hier ist ein Ausrufezeichen. Stopp mal. Hallo? Oh, ich sehe nichts. Ah, geht gleich wieder. Hier war gerade ein Ausrufezeichen. Habt ihr es gesehen? Ja, ich hab's auch gesehen. Ein Ausrufezeichen? Er hat recht. Hier, zack. Ausrufezeichen. So. Rummel, Mr. Sprachfehler. Ja, aber echt. Alter, hier was war das denn? Hier oben. Auf den. Ach, den kennen wir doch. Hier waren wir auch schon. Das ist wieder einer, der seine Familie das sucht. Das ist Luke. Wir haben gefunden. Ach. Hört sich bei mir an wie ein Funkgerät. Ja, mir auch. Ich dachte, das wäre gerade irgendwie, weil ich weiter weg war, aber... Und nun? Ist das jetzt auch einer von den Mugambis? Oh, hallo, die Herren. Ich wollte nur mal gucken. Weiter geht's? Ja, anscheinend. Ja, dann... Ich muss noch schnell die Kohle hier mitnehmen, weil ich habe nur noch so wenig Geld. So abgekackt bin. So, steigen sie ein. Kids um jeden Preis. Warte. Ich mach dir mal Platz. Auf der anderen Seite ein. Hä? Halt, warte, ich rückrühre. Ich bin hier vorne. Kinders. Ach so. Ja. Hier, wenn's ja ist. So, wo soll ich jetzt eigentlich hinfahren? Hier kann ich nicht lang. Das ist ein Tor. Und da kann ich auch nicht fangen. Da ist noch ein... Warte, hier. Nein, rechts. Ich upgrade rechts. Mal. Rechts. Du kannst hier rechts eine scharfe Kurve. Dann sind wir da. Sehr schön. Und da ist noch so. Plattfahren. Yeah! Wuhu! Heute hauen wir auf die Pauke! Halt! Was? Was? Hier müssen wir runter. Zu Fuß. Kommst du nicht mit dem Auto lang. Was hast du denn gerade für eine Quest an eigentlich? Warte, kann ich dir gleich sagen? Alter! Boah, ich werde dir zusammengetrimmt. Sari, was machst du denn da? Hilfe! Ja, warte, ich komme hier nicht raus, Ah, ich komme hier nicht raus, nee, hallo! Ich sterbe gleich. Warte. Boah, wie super ist das denn eingepackt? Das habe ich gemacht. Könnte ja ich gewesen sein.
lebt ja noch. Wie geil. So, ermüdend leichter Messing-Schlagring, naja. Der Rumpel ist schon wieder sonst wo. Ich bin einfach weiter runtergegangen, da wo ihr gesagt habt, dass wir hingehen sollen. Ja, ja. Ich hab dem Sari gerade mal aus der Klemme geholfen. Wir sind noch 90 Meter in diese Richtung. Mille Grazie, Mille Grazie. Erinnert mich ja irgendwie so ein bisschen an Dead Island. Ja, die haben sich richtig Mühe gemacht, das Spiel nochmal komplett zu verändern. Wow, Alter. Oh, hier wird gesnackt, fleißig. Hier auch. Oh, hier auch. Ich habe mal das Mal gestört. Oh. Müdendes Messer. Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Ach, ich habe eine Werkbank gefunden. Wirst das du wohl... Nicht. Na? Geht doch nicht... der will dich atmen. Oh! Suche Drogen für Bruce. Ich habe gerade Bruce gefunden mit einer Nebenquest. Ich bin ja gerade in so einem Haus drin und loote natürlich wieder alles und habe ich Bruce gefunden. Der möchte gern Drogen haben. Ich bin ja eher so derjenige, der draußen Action sucht. Ja, und ich bin derjenige, der erstaunlicherweise mal der Einzige, der eigentlich dem Quest gefolgt ist. Warte mal, ich nehme mal ganz kurz die Quest an, dann können wir Drogen für Bruce suchen. Sekunde. Ja, Drogen suchen. The White Stuff. Nutze ich die Gunst der Stunde. Der Bruce hängt da aber auch ganz schön ab. Bruce Wayne. Das schwache Messer ist gar nicht mal so übel. Das sind... Yes! Und wir müssen aber hier rüber für die Mission hier. Okay, ich komme zu dir. So, warte mal bitte. Aber das Wasser sieht schön aus. Warte hier. Auf jeden Fall. Alter. Soll nicht fest an irgendwas. Warte mal, lass mal. Oh, ich höre einen Schläger. Erik warten. Oder sollen wir den alleine da kommt er schon. Komme schon. Ich habe keine Lebensenergie mehr. Guck mal. Aufstieg. Ja. Kapitel, neues Kapitel. Hier, Jackson. Michael. Komm, wir machen den Schläger erstmal weg, oder? Ja. Ah, damit. Warte mal. Geh mal nicht ran, Gronkh. Geh mal nicht ran. Warte, okay. Ich hab die Idee. Huch. Achtung. Hä, was war das denn? Vorsicht. Alter! Ich hab mit dem Critical geblättert. Was war das denn? Das war eine Bombe. Ah, geil. Ja, ich hab doch gesagt, ihr sollt nicht hingehen. Ja, der ist bei mir schon umgefallen und dann, naja. Der Rumpel kostet mich am meisten Geld in diesem Spiel, hab ich das Gefühl. Nee. Bin schon nur dreimal wegen deinen scheiß Bomben krepiert. So. Cool, du kannst bei Einsatz einer Klingenwaffe einen Spezialangriff auslösen, indem du linke Maustaste drückst, während du den Kopf des Gegners anvisierst. Um deinen Feind zu zerstampfen, ziele genau auf den Kopf des Feindes und drücke E. Cool, ich kann jetzt Köpfe zerstampfen. Cool. Sehr geil. Von früher. Das hatte ich aber nie aktiviert. Also geil, jetzt habe ich die Raserei mit Wurfkombo und kann das auch noch, dass ja mein Charakter richtig zu was gebraucht. Was? Schau nicht. Ich rede mal mit hier, mit Jackson, ne? So I need to find a new way into Henderson. You help me, and I'll help you later. There's one brother who might be able to help you, but he's been gone for ages. We don't even know if he's still alive. Shame too, because he meant a lot to the people here. Saved a lot of souls. He's a missionary named Marcus Vila. He's not local, but he knows the island like the back of his hand. Anyway, when we ran out of food, he went to fetch some from a store not far from him. That whole area was overrun early on, though. So like I said, he could be dead. Yeah, Rettung des heiligen Mannes. Geil. He could be dead. But we don't know. Ich habe eine neue Fähigkeit. Warte. Okay. So. Also, Drogen suchen, Markus finden. Ein guter Tag. Ein guter Tag, so wunderschön wie heute. Ein schöner Tag, die Welt steht still, ein schöner Tag. Komm, ein Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag. Packst du wieder den Joe aus, ne? Natürlich. Kannst du aus. Sail away. Sail away.
live your dream. You can always make... Ich weiß den Text nicht mehr. Das kann man nachher im Boot singen. Ja. Oder wie hoch? I am sailing. I am sailing. Stormy waters. Erinnere mich so an unser Endgame bei Left 4 Dead mit dem Konzert, was dem Rumpel so gut gefallen hat. Ah ja, das Konzert, da kenne ich mich noch dran. War der Rumpel begeistert. Ja, von eurem Konzert vielleicht. Ja, ja, natürlich. Ich weiß, das war doch so super. Bei Left 4 Dead, ich weiß nicht mehr genau, wie die Folge heißt. Mit dem Karneval, Dark Karneval. Das. Das, Dark, war auch mit, das war nicht Dark Karneval, oder? Doch, klar. Dark doch, Karneval doch, ist die am Band. Ende genau, die genau, Band. Genau. Die Midnight Riders oder so. Midnight Riders, so heißt auch die Folge, genau. So ist das Thumbnail. Kann man da mal finden. Super geile Folge. Vor allem ist er. Bimmel, bimmel, bimmel. Geh an dein Handy. Der neue Klingelton. Kannst du ja vielleicht nochmal neu einsprechen hier mit Zombie-Geschrei. Komm. Nee, gerade nicht, sonst werde ich heiser. Ich nehme zu viel auf die letzten Tage. Komm, zack, jetzt komm, zack, einmal. Nee, 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 Alter, die Community. Nee. Die Arbeit geht vor. Magst du die Community nicht? Bimmel, bimmel, bimmel. Magst du die Community nicht? Alter, kommst du mir jetzt so oder was? Auf so eine billige Tour. So, mach doch mal, hey, mach doch mal ein Nacktvideo. Ich weiß vielleicht gar nicht. Vielleicht machen wir mal wieder eine Folgenpause. Wir müssen hier da aber eher in die Richtung. Verdammtes Rennen. Ach, da lebt er noch. Der alte Budokan hier, der Rumpel. Ja, ist gut, ne? Super, Jungs, dann machen wir uns ein kleines Päuschen und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Alles klar, ja, da bin ich mal gespannt, was wir da wieder total Spannendes unternehmen. Ja, ich auch. Total schön hier. Bis dann. Super. Tschüss.